Sonntag wurde der Musiker Mattia zum Ö3-Frühstück mit mir eingeladen. Es gab eine ziemlich lebhafte Diskussion. Mit mehr als 200 Millionen Strömen ist sie die am meisten verstandene Künstlerin in Österreich. Vor ihrem Auftritt am Freitag beim Danube Island Festival sah Claudia Stöckl-Mataste zusammen zu frühstücken und zu diskutieren. Es gab jedoch wieder ein Thema, den blauen BH im Happelstadion. Mattia wollte das Thema anscheinend schnell zum Stillstand bringen und sagte, es war Teil meiner künstlerischen Leistung. Ich denke, dass die Anschuldigungen, dass es mit Füßen getreten oder einfach nur lächerlich aufmerksam gemacht wurde. Stöckl ließ nicht wirklich los. Sie sagte, es sei die Umwelt, weil das Konzert eine politische Botschaft hatte. Mattia reagierte völlig verwirrt, aber was habe ich mit meinem Körper gemacht? Wegen eines Bing. Der Sänger gab das Beispiel, dass nur 15 Minuten nach dem Sänger des Imagebook Maurice auf der Bühne frei war. Dieses Outfit wurde jedoch nicht zum Thema gemacht. Warum ist der Körper einer Frau ein Problem und unangemessen? Dann ist Mattia fast verärgert. Ich denke, es ist ärgerlich, dass wir 2022 darüber sprechen müssen. Stöckl-Haugte folgte, aber denkst du, es ist Feminismus? Hör im BH auf. Mattia war völlig entschlossen, sicher. Der Moderator sagte, dass der Feminismus andere Probanden als das gleiche Gehalt betrifft. Der Sänger unterstrich erneut, nur weil ich eine große Brust habe, wird er vorgeworfen, dass er frei von Pete wäre. Es ist lächerlich. Als Stöckl erwähnte, dass sie ein Hilfeprojekt in Indien hatte und die Botschaft mit dem BH auf der Bühne nicht versteht, wird Mattia wieder emotional, aber dann sollte der BH nicht vollständig aus den Worten heraus sein. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich bin der leere Handelt wird wegen eines BHs gebracht. Entschuldigung. Stöckl reagiert online. Das Interview auf der Insta-Seite von Claudia Stöckl befindet sich jetzt im Internet. Ein Benutzer schreibt, ich finde es sehr traurig, dass sie immer Frauen sind, die andere Frauen über ihr Aussehen diskriminieren. Ein anderer Benutzer sagt, wirklich peinlich zu sehen, wie Mattia einem Feminist erklären musste, dass ein Bühnenoutfit nichts mit dem Mangel an Empathie oder dem Mangel an Respekt zu tun hat und darüber hinaus hören sie selten auch einen Moderator. Stöckl reagiert auf Kommentare und betont, dass sie sich selbst sind.